Mannschaft, ja, hier geht es erstmal Aufbauarbeit zu leisten, ganz klar. Jugendspielern werden wir erstmal ein paar Mentoren zuweisen, glaube ich. Benjamin Schmidt, Keeper, zwar ein Riesentalent, aber ja, wir nehmen den Mentor. Zack, einfach mal Mentor zusprechen. Ja, nee, da passt irgendwie nicht. Muss irgendwie. Da, Büttner. Also Alexander Büttner auch eher mit einer nicht gerade souveränen Leistung. Vorhin gegen den FC Augsburg. So, das müssen wir bald alle durch haben hier. Oder genug zumindest haben. Kolasinac. Wer bekommt? Jones. Nicolas Garcia. Oh mein Gott. Bekommt Draxler. So, das müsste erstmal reichen an Mentoren. So. Ach, jetzt gibt's auch noch wieder eine Länderspielpause. Meine Güte, da werden wir erstmal nochmal ein Testspiel festsetzen. Freundschaftsspiel. Ach, da haben wir natürlich wieder keinen Gegner zur Verfügung. Verstehe ich absolut nicht, warum da nie ein Gegner zur Verfügung steht. Da schon wieder nicht. Das ist total lächerlich. Man soll ein Testspiel festsetzen, aber da steht keiner zur Verfügung. Was soll denn das? Mann! Muss doch jetzt noch ein Dorfverein zur Verfügung stehen. Die müssen auch frei haben. Oh, das gibt es gar nicht. Mann, 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 das ist ja... Da haben wir St. Julian, ja, gegen die werden wir spielen dann. Zack. Um, ja, Testspielwochenende zu überbrücken. Länderspielwochenende zu überbrücken. So, was haben wir da? Vincenzo Iaquinta wechselt nach Mainz 05 für 2,4 Millionen. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Was haben wir da denn? Paris Saint-Germain hat 106 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Also, das ist doch... Boah, eine Marke. So würde ich es mal sagen. So, wir drücken nochmal auf Stopp. Haben wir hier so wieder mal eine leere Woche vor uns. Verfahren hat Patellasehnenprobleme. Wird 13 Tage ausfallen. Das ist, passt ja wieder super rein hier gerade. Auch ein Draxler ist noch nicht richtig fit. Also, jetzt haben wir noch Personalnot. Das ist natürlich das große Ärgernis wieder. Reserve gewinnt 3-2 gegen Bochum. Sehr schön. So, da fällt der Trainer aus. Philipp Max hat hier 2 Tore. Na super. Schon wieder 2 Tore. Wie viele Tore hat er jetzt? 5 Tore in 5 Spielen. Der trifft jedes Spiel, der gute Philipp Max. Also, die haben gewonnen. Und da... Aha, internationale Nominierung. Ja, was soll ich anderes sagen? Also haben wir doch erst in den Testspielen auch keinen zur Verfügung erstmal. Na gut, dann müssen wir uns da ein bisschen was aushelfen, ne? Außer zweit natürlich wieder, den Montag. So, was haben wir da denn Schönes? Papadopoulos hat mit Griechenland gegen Deutschland 1-3 verloren, eine 4,5 kassiert. Panetta mit der Schweiz, 18 Minuten gespielt, 2-0 gewonnen. Huntela auch kein Tor erzielen können und Marika hat ein Tor erzielt. Gewinnt nicht, 1-1 gegen Portugal in diesem Länderspiel. So. Müssten wir mal schauen. So, Teamdynamik ist klar, das muss mal wieder getan werden. Da haben wir hier nur ein Gespräch. Martip hat gut trainiert. Genauso wie Banetta. Er hat auch gut trainiert. Hildebrand. Hildebrand muss mehr Verantwortung übernehmen, finde ich. Weiß nicht so recht. Okay. Unterstarter auch gut trainiert wieder. Neustädter. Ich brauche nichts von mir in den Kopf tauchen, Junge. Spricht sie vor reinzuhängen. Sehr schön. Draxler, vertragt euch doch endlich mal wieder. Das ist hier mal wieder in Ruhe hier. Mit Hopi. Oh Mann, ey, wie die kleinen Kinder, Junge. So, Christoph Moritz. Nee, was soll man da sagen? Das ist ja das Schlimme. Wird er nicht bei sein, weil Höger seine Sache sehr gut macht. Gibt im Training alles, kann ich höchstens sagen, ne? Offenbar sehr gut an. Frisst den nächsten Tag richtig reinzuhängen. Sehr schön. Und Kolasinac, gut, mehr Gespräche haben wir erstmal nicht. Die zweite Mannschaft spielt jetzt wieder gegen Worms 1-1, habe ich glaube ich da gerade gesehen. Neil Taylor wechselt von Swansea zu Celtic. Okay, jawohl, die zweite spielt aber 1-1 gegen Wuppertal war es, okay. Schade, da war bestimmt mehr drin. Nun komm schon. So, jetzt geht es also gegen SV St. Julian. So, da haben wir aber einiges, was wir kompensieren müssen. Na, ganz klasse. Reserve. Wie gesagt, internationale Nominierung. Ja, da müssen wir natürlich alle akzeptieren, da geht nicht anders. Hallo, ich habe gesagt, alle akzeptieren, Mensch.
So, dann müssen wir aber einige hochholen hier fürs nächste Spiel. Wie viel brauchen wir denn, um genau zu sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann brauchen wir, okay. Na, erstmal machen wir, kompensieren wir es mal so. Cool, lass ihn das erstmal auf links. Matip innen. Ushida. Oh, puh, wer kann denn jetzt Innenverteidiger spielen? Ansonsten. Okay, da holen wir uns den einen für die aus der zweiten Hof für. So, Banetta links. Fafan ist leider verletzt. Schalai und Marika sind hier, das ist sehr schön. Wir können die beide ja spielen. Im Sturm zumindest. Schalai erstmal rein für Huntela. Oh, sogar 72 Stärke, sehr schön. Lalala. Nein. Hopi geht auf die rechte Seite denn von diesem Spiel. Ja, gut, da ist er nicht so geübt, aber trotzdem. So, Marika für Fafan. Haben wir ein schönes Freundschaftsspiel natürlich. So, Moritz, klar. Also die Escudero kommt rein und dann brauchen wir noch drei Leute eben. Für die aus der zweiten Mannschaft. Zum einen natürlich Philipp Max, ist klar. In die erste verschieben fürs nächste Spiel. Zack. Dann Hanschen hat's mal verdient. Nein. Ach, Mitch. Hanschen ins. Obwohl, denn eher. Nee, Franco Neubert auch nicht. Maxi Meier. In die erste verschieben. Nächstes Spiel. Zack. Und wen haben wir denn noch? Manuel Torres darf auch mal in die erste mit rein. Für dieses Testspiel. So, verplempern wir mir auch nicht Zeit heute. Aber okay. Philipp Max und Manuel Torres. Alles klar. Ach, Höwe, das fehlt noch. Ah, alles klar. Brauchen wir doch noch einen. Zweite Mannschaft. Ein Innenverteidiger. Da nehmen wir uns den Nils Zander. In die erste fürs nächste Spiel. Das erste Mannschaft wieder. So, Zander für Hövedes. In der Startelf auch gleich. Also ab geht's. Gegen St. Julian. Ein bisschen Selbstvertrauen tanken natürlich für die Jungs. Das ist klar. Und wir wollen die Länderspielpause vernünftig überbrücken. Kämpfen wir den Ball, Leute. 1-0 Neustädter. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein paar Tore schießen. Oh nein, es verletzt sich auch noch Marco Höger. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen. Für ihn natürlich ganz klar. Atsudo Ushida. Hopi macht das 2-0 immerhin. Eine erfreuliche Nachricht mal. So, und auf dem wird jetzt gewechselt. Unterstahl für Hildebrand in der zweiten Halbzeit im Tor. Moritz kommt nicht. Escudero auch nicht. Ja, wir kommen rein. Maxi Meier wird reinkommen für Roman Neustädter im zentralen Mittelfeld. Philipp Max kommt auch noch nicht. Manuel Torres wird kommen für Holtby. Ja, und das war's dann erstmal. Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt, Leute. Martip müssen wir loben, natürlich. Banetta auch ein gutes Spiel gemacht bisher. Marika, gut. Schalai motivieren wir. Und auch Jimmy Jones wird motiviert. Zander Massage. Marika Massage. Und Kolasinac. Alle bitte warm laufen. 3-0 durch Schalai. Sehr schön. Schalai mit zum ersten Tor. Und dann kommt jetzt Philipp Max für Marika rein. Moritz kommt für Zander. Ja. Dafür geht Kolasinac in die Verteidigung. Und Ushida links. Machen wir so. Tauschen wir mal schön. Ja, mehr gilt nicht. So, und Max macht gleich ein Tor wieder. Sehr schön. Der junge Philipp Max. Vorlage durch Maxi Meier. Also, ja, 4-0. Nicht hoch, aber souverän gewonnen. Mit guten Noten. Philipp Max also sehr schön. Der beeindruckt mich ja echt, der Junge. Dann Neustädter mit einem Tor. Bernetta mit zwei Vorlagen sogar. Holpi mit einem Tor. Bester Mann sogar geworden. Das sieht doch schon wieder besser aus. Schalai auch mit einer Note 2. Super. Und dann, was haben wir hier noch? Ushida auch mit einer 2,5. Was hat Marco Höger? Das müssen wir mal gleich nachgucken. 11 Tage wird er ausfallen. Kapselriss im Knie. Ja, okay. Liebe Zuschauer waren da. Oh, komm an. Fast 3000. Oder gut 3000.
Das passt doch. So, dann stoppen wir natürlich noch einmal vor dem Spiel. Schauen wir auf die Nationalmannschaft nochmal. Höwedes hat 28 Minuten gespielt, da 1,5 erhalten. Vielleicht kommt er auch besser bevor wieder Papadopoulos. Nur eine Note 4, 4-1 aber gewonnen. Affelei auch nur eine 4,5 und Huntela macht immerhin 2 Tore, endlich mal. Also ich habe so langsam schon meine Aufstellung im Kopf fürs nächste Spiel. Marco Höger fällt aus für 11 Tage. Max drückt in Reserve, Meier klar, Torres und Zander, Schmidt ist wieder fit, so. Wir werden unsere Mannschaft gleich wieder aufstellen. Wenn alles komplett ist hier natürlich. Und dann hoffen wir mal, dass wir gegen Fürth am dritten Spieltag endlich den ersten Sieg der Saison einfahren können. Natürlich die ersten Tore erzielen können. Hier muss unbedingt ein Sieg her. Leverkusen gegen Dortmund, Mainz zu Gast in München. So, Büttner erstmal für Kolasinac, dann Benny Hövedes in die Anfangself. Uchida vertritt Höger. Huntela für Marika erstmal. So, Marika auf die Bank, klar. Papadopoulos, na, was machen wir denn hier? Papadopoulos für Höger auf der Bank. Fafan ist leider nicht fit geworden. Auch ein Marika ist nicht fit. Fafan ist nicht fit. Quatsch, Draxler ist noch nicht fit. Also, ja. Insofern stellt sich der Kader von selbst auf bald. Das ist ja das Ärgerliche hier dran. Wir müssen wahrscheinlich so spielen, oder? Hoppi, hat er links, ist er links besser? Nee. Nicht sonderlich, Banetta. Ja, wie es aussieht, Leute, müssen wir leider mit dieser Aufstellung spielen. Papadopoulos nicht gut in Form. Affelei auch nicht. Jones auch nicht wirklich. Also, ja, aber wir müssen so spielen. Geht's nicht anders. Hoffentlich sieht's gut aus. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge zum Spiel. Halt, die Taktik müssen wir noch ändern. In Fürth müssen wir ganz anders zu Werk gehen. Wir spielen mit einem offensiven Pressing. Sturmtank ist klar, Huntela. Spielmacher ist... Ja gut, jetzt haben wir erstmal keinen. Wir spielen aber über die Flügel, klar. Und der Einsatz immerhin schon mal bei 60%. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum Textmodus-Spiel in Fürth wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Leute, da sind wir also zum dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir haben einiges gut zu machen und starten gleich mal recht gut. Glanzparade jetzt von Max Grün in der dritten Minute nach Flanke von Banetta. Von der linken Seite scheitert Luis Hopi an Max Grün aus wenigen Meter Entfernung. Wir also, wie gesagt, die Fürther mit der Überraschung gegen Bayern am ersten Spieltag, dann 6-0 Klatsche gegen Mainz. Wir haben uns richtig schön blamiert. 1-0 Hannover, 3-0 zu Hause gegen Augsburg. Hier muss mehr kommen. Weiter so, Leute. Erst 6 Minuten sehen gut aus. Die Ecke der Schalker kann so wie erklären. Jetzt Max Grün kommt raus, fliegt eine Flanke von Netter sich herunter. Wir starten zwar Angriffe, aber können auch wirklich auch nicht klares rausspielen. Holpi wegen Bodychecks an Zacharia wird er dafür warnt jetzt. Komischerweise jetzt die Vierter mit der ersten Chance. Hövedes fälscht einen Kopfer von Fall. Ganz knapp links am Tor vorbei ab. Zacharia hatte zuvor geflankt, also schon wieder Hövedes dran beteiligt, hier fast ein Gegentor einzuleiten. Pripp zieht den Freistoß, Eckstoß von der linken Seite vom Tor weg. Der Ball segelt aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Bert Nehrich. Dessen Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. Huntela hat einen Sturm verloren, gut. Also Schalay und Huntela heute im Sturm. Ein Schuss von Schalay wird von Nehrich zur Ecke abgefälscht. Sehr schön, jetzt die Ecke kommt. Ausgeführt von Banetta. Der Ball landet bei Schalay. Der sieht, dass er ein wenig Platz hat, macht ein paar Schritte Richtung Strafraumecke und zieht dann aus dem Spitzenwinkel ab. Der Ball streicht aber einen Meter über das Tor. Jetzt die Fürther Nöte, lässt Büttner kurz vor dem Strafraum aussteigen. Kommt frei zum Schuss, der direkt in den Arm von Tim Hildebrand landet. Und jetzt der Pfostenschuss von unseren Schalkern. Von Atsudo Uchida, der Höger vertritt. Der versetzt Kleine rechts im 16er und schießt aus Spitzenwinkel. Der Ball knallt gegen den Außenpfosten. Das kann doch nicht sein. Leute, so langsam musste mal hier die Führung fallen. Jetzt allerdings wieder die Fürther. Hildebrand hat mit einer abgefüllten Flanke von Heinrich Schmidtger seine liebe Mühe. Aber fängt den Ball letztlich doch noch. Wieder Fürth. Hövedes gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, Alex auf Kosten der weiteren Ecke. Mensch, Benny, reißt sie mal mit zusammen und klär mal souveräner. Hildebrand pflückt den Ball sich herunter, sehr schön. Aber momentan doch etwa die beste erste Halbzeit in der Saison von unserer Mannschaft bisher, muss man so ehrlich zugestehen. Hövedes und Martin mit der Verteidigung haben das bisher gut zusammengehalten. Als er dann sprach, hier ist heute auf jeden Fall mehr drin, Leute, da muss auch mehr kommen noch. Hildebrand stark, genauso wie Büttner heute gut
aufgelegt. Auch Uschida macht das sehr schön da. So, Schalay motivieren und Huntelaar motivieren wir noch. Huntelaar kriegt auch noch eine Massage. Der ist ein bisschen müde von der Länderspielreise noch. Vanetta auch noch. Und Jones, zack. Ab geht's in die zweite Halbzeit. Alle aufwärmen bitte. Und los geht's. Erst nächster Angriff. Huntelaar schießt hart von der Strafraumecke aufs kurze Eck. Aber Maxim rechts zuvor ist so. Letzte Ecke. Die Ecke kommt von Vanetta. Der zieht den Freischuss vom Tor weg. Der Ball segelt den Strafraum raus. Kommt vor die Füße von Hopi. Der Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. Weiter so, Leute, auf jeden Fall. Das sieht schon mal sehr gut aus. Nächste Chance, Schalke. Jetzt aber mal muss es klingeln. Trip hindert Huntelaar eindeutig am Festhalten. Durch Festhalten. Aber Schiedsrichter hat nichts gesehen. Das Spiel auf Weiter. Es gibt keinen Elfmeter für unsere Schalker. Mann. Jetzt kommen die Vierter. Flanke von Schmidtgall. Die wehrt Hövedes per Kopf in die Mitte ab. Wo Fall per Drop nicht abzieht. Doch Stieber steht im Weg und fällt den Ball neben das Tor ab. Wieder Schalke. Ganz schwaches Abspiel von Schalay. Eine schöne Angriffsmöglichkeit ist einfach verpufft. Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Wieder die Vierter. Offenes Spiel jetzt hier. Überfallartig. Vorgetragener Konter der Sportvereinigung. Fürstner sprintet ewig mit dem Ball und erwischt dann genau im richtigen Moment einen für einen Pass. Nöte, gerät bei der Baller da mit zwei Stolpern. Aber kommt dann noch zum Abschluss. Sobiech geht bei der Flanke von Hopi auf Nummer sicher klärt zur Ecke. Jetzt aber mal bitte. Hoher Ball auf den Elfmeterpunkt, aber Grün klebt nicht einer auf der Linie, sondern fischt den Ball sich herunter. Mann, ey. Ausverkaufte Stadion hier in Fürth, das ist logisch. Nach dem Sieg gegen Bayern, aber 6-0 Klatsche gegen Mainz. Bayern kommt für Schmidtgall ins Spiel. Aber unsere Mannschaft zeigt bisher noch nichts. Marte für den Ball im Spielaufbau gegen Nöte, aber der ist 5 Meter noch Spitzwinkel für den Abschluss. Sucht jetzt wieder am Ende der Spielkombination, trifft Hopi für den Schalke FC 4. Steht aber knapp im Abseits, genauso wie letztes, dass wir uns abgepfiffen haben. Jetzt wieder Ecke. Walter schlägt den Ball auf den Meterpunkt. Gerade so. Martin kommt so zum Kopfball für das Tor einige Zentimeter. Konzentriert euch mit dem Abschluss, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir werden Affela jetzt für Hopi bringen. Ah, ne, gut, da haben sie genau das gleiche. Also Affela für Hopi ins Spiel. Mikkelsen, Tobias Mikkelsen kommt für Sararea bei Fürth rein währenddessen. Und bei uns der erste Wechsel, Affelei für Holtby. Spieler des FC sind voll konzentriert. Hoffentlich jetzt auch im Abschluss mal eine Ecke von Affelei. Prüf Huntelaar, Keeper Grün, die sahen aber keine Mühe, den Flachschuss aus 17 Metern zu parieren. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Nächste Chance für Schalke. Jones und Kleine steigen zum Kopfball hoch, aber Kleine kann sich durchsetzen. Grün muss nicht eingreifen. Oh, 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 oh. Petzos kommt für Lasse Sobiech. Also dieses Spiel müssen wir erstmal gewinnen. Dann haben wir es genug Selbstvertrauen natürlich. Oh, jetzt werden wir nochmal wechseln. Marika kommt für Huntelaar. Der ist nicht mehr frisch. Trotz zweier Tore von Huntelaar in der Länderspielwoche hat er bislang keine richtig gute Form erreicht. Marika für Huntelaar. Jetzt nochmal voller Angriff in den letzten 10 Minuten, Leute. Kommt schon. Stattdessen kommen die Vierter. Hövedes Gritsch Ball vorbei. Gritsch am Ball vorbei. Und Stieber flankt mit Übersicht nach innen vor das Tor. Nöte naht heran und kommt zum Kopfball. Oh, 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 Hövedes, ey. Der ist ja fast eine Unsicherheit da hinten drin. Jetzt Schalke nochmal. Kommt schon. Marika und dann gefällt das Zuspiel auf Affelei. Der den Rücken gespielten Ball noch Richtung Tor bringt. Grün ist jedoch da. Kann retten. Glanzparade nochmal von Grün. Das kann doch nicht wahr sein. Wir treffen die Kiste einfach nicht. Nach einer Flanke von links durch Vanetta taucht Marika auf einmal frei vor Grün auf. Doch der Schalker scheitert per Kopf aus 4 Metern gut am regierenden Schlussmann. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben. Und das wird es auch gewesen sein, denke ich. So ist es. Nur ein maues 0:0 gegen Fürth. Wir haben genug Chancen gehabt, konnten uns aber nicht durchsetzen, das Tor zu erzielen. Jedenfalls auf jeden Fall die beste Saisonleistung. Die beste Saisonleistung reicht am Ende nicht für einen Sieg, für den ersten Saisonsieg. Nicht mal fürs erste Tor der Saison hat es gereicht bei uns. Alexander Büttner diesmal bester Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind in einer kleinen Krise, muss man ehrlich sagen. Aber es ist wir sind auf dem Weg der Besserung. 4000 Schalker sind dabei. Den ersten Punkt haben wir uns erarbeitet. Obwohl da mehr drin war. Wir müssen auf jeden Fall jetzt eine kleine Serie starten, um mal wieder ein bisschen Luft zu schnuppern. So muss man es ja bald sagen. Als nächstes geht's dann... Och nein, gegen die Bayern auch noch. Ich kann es nicht fassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt müssen wir wieder gegen die Bayern ran. Schalke war deutlich überlegen, trotzdem keinen Sieg. Wo sind die Gründe zu suchen? Wir haben uns viele Chancen ausgespielt, die ist aber nicht genutzt. Das muss besser werden. Mittelfeldspielermoral plus 1, Stürmermoral minus 1. Wieso? Warum sinkt da die Moral? Das muss besser werden. Ich habe einfach nur motiviert. Meine Güte. Nee, es kommt erstmal die Champions League. Eieiei, gegen Spartak Moskau. Und das sehen wir uns natürlich an. Das ist doch wohl ein Highlight mal bei uns im Let's Play von Fußballmanager 13.
Das sind auf jeden Fall Highlights. Zwei Highlights jetzt gegen Moskau und gegen Bayern. Gegen Moskau können wir uns also nötiges Selbstvertrauen holen für das Spiel gegen Bayern. Die zweite verliert mal 2:0. Fafan ist wieder fit. Immerhin, das ist gut. Genau, rechtzeitig zum Champions League-Spiel. Zwar nicht gut in Form, aber er ist wieder da. Jo, Leute, es geht gegen Spartak Moskau. Die Schrift ist ein bisschen nicht so schön zu erkennen, das ist schade. So, ja gut, das ist klar. 79 Euro, oh, hau, ha. Also, zwei Heimspiele jetzt. Bayern und Spartak Moskau. Es gab Beschwerden schon wieder, zu geringe Anzahl an Toiletten. Warum lassen die denn das denn nicht hoch, wenn ich das so hoch drücke? Meine Güte. Oh. So, nochmal segeln gehen hier. Was haben die hier schon wieder? Hat ein Mentor, der nicht passt. Auf einmal ist hat ein Mentor, der nicht passt. Oh Mann, ey. Ich nehme Papadopoulos, meine Güte. So, Teamdynamik. Es werden auf jeden Fall wieder Gespräche gesucht jetzt. Hildebrand. Dich brauche ich nicht zwar wirklich in Topform. So, Banetta hat gut trainiert. Unerstahl gibt im Training alles. Was man verbessern kann, genau. Martip hat auch gut trainiert, hat auch eine gute Leistung gebracht. Also die Abwehr stand hier wird schon mal sicher wieder. Höger. Draxler, vertragt euch bitte endlich wieder. Mann, ey! Das sind auch ein paar kleine Kinder, ey. Moritz. Nee, da kann man nichts zu sagen. Was haben wir noch? Affeleim. Jones, Hildebrand. Keiner will hier sprechen. Huntela. Ich brauche die nächste Mal wirklich in Topform. So. Wir gewinnen 3 Moralpunkte immerhin. So, Draxler, da können wir jetzt noch nichts mehr sagen zu Verfahren. Auch dich brauche ich nächstes Mal in Topform. Gegen Moskau, das ist schon wichtig, einen guten Auftakt in der Champions League natürlich zu schaffen. So. Und dann sind wir auch schon gleich soweit. Gruppe B, erster Spieltag. Es geht gegen Spartak Moskau, also in der Champions League. Heieieiei, das wird heiß. Topspiel des heutigen Tages auch noch, komischerweise, der Gruppe sicherlich. Verfahren kommt noch über den Kader zurück für Escudero. Wird auch. Ja, was hat Hopi im offensiven Mittelfeld? 76, ja gut. Wenn wir wieder kommen. Das ist die große Frage natürlich wieder. Spielen wir hier auch nur mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen? Das ist die große Frage, die sich hier stellt. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Muss man auch noch natürlich dazu sagen. Jones und Martip sind nicht ganz frisch, aber okay. Oder doch eher Affelei. Affelei für Banetta. Nein, Banetta hat das gut gemacht letztens. Wir werden auf jeden Fall mit der Raute spielen. Und für Jones kommt Fafan rein. Habe ich mich jetzt mal so entschieden. Zack. Was ist denn das hier? So. Haben das auch gelöst. So, Leute, dann sehen wir uns also in der nächsten Folge zum Champions League Auftakt gegen Spartak Moskau. Bisschen kurz heute, aber tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.